Hallo und herzlich willkommen zu unserem kurzen Video, in dem wir das neue Pöllert Covid-19 Impact Tool vorstellen möchten. Mein Name ist Jan Schulz und ich bin Rechtsanwalt bei Pöllert in Berlin und heute mit mir ist mein Kollege Nemanja Bogic. Nemanja, das Tool ist jetzt seit 2 Wochen auf unserer Webseite. Ja, Jan, das stimmt. Mein Name ist Nemanja Bogic, ich bin Anwalt in München bei Pöllert und vielleicht ein paar Sätze zu der Entstehungsgeschichte und zum Hintergrund des Covid-19 Impact Tools. Wir haben schnell festgestellt, dass es eine Vielzahl rechtlicher Entwicklungen gibt, neue Gesetzesvorhaben, staatliche Maßnahmen, Veränderungen. Und unser Ziel war es, für unseren Mandanten diese Informationen und die rechtlichen Entwicklungen aktuell in einem Format zusammenzustellen. Und da hatten wir die Idee, an einem Tool zu arbeiten, Jan. Genau. Wir wollten auf der Webseite einen Zugangspunkt haben, den man alle Informationen nach Themengebieten sortiert, finden kann, einfach und schnell für einen Zugriff hat. Und bevor wir jetzt einfach weiter in der Theorie darüber reden, würde ich sagen, schauen wir uns den Anlaufpunkt auf unserer Webseite doch mal an. So, da sind wir schon auf unserer Webseite, pplaw.com. Hier sieht man auch gleich unsere beiden Projekte. Zum einen die Telegramme, die hier links abgelegt sind, und unter dem rechten Button befindet sich das Covid-19 Impact Tool. Wenn man draufklickt, haben wir hier nochmal kurz die Vorteile des Tools genannt und mit dem Start-Button können Sie da beginnen. So, wie man hier gleich sieht, wir haben die einzelnen oder die verschiedenen Entwicklungen thematisch abgebildet in verschiedene Themengebiete, Staatshilfen, Insolvenzrecht, Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und Steuern. Da gibt es dann auch im Wesentlichen Infoblöcke drin. Wenn ich hier zum Beispiel mal ins Vertragsrecht reingehe, kann ich mich weiter informieren über das Covid-19-Gesetz oder eben über allgemein schuldrechtliche Sachen. Kann hier auch M&A-spezifische Vereinbarungen mir anschauen und bekomme dann hier meinen Infotext. So, ich kann dann auch über den Tool-Neustart-Button direkt wieder zurückkommen. Neben reinen Informationsblöcken enthält das Tool aber auch interaktive Elemente. Ein Beispiel im Arbeitsrecht. Da haben wir den Quick-Check Kurzarbeit entwickelt, wo man sich für seinen Betrieb, für sein Unternehmen prüfen kann, ob die Voraussetzungen für die Beantragung von Kurzarbeit vorliegen. Wenn wir hier den Quick-Check starten, kommen wir auch schon zur ersten Frage. Ist im Betrieb oder in der Betriebsabteilung mindestens ein Arbeitnehmer beschäftigt? Wir haben die Antwortmöglichkeiten ja, nein oder ich bin mir unsicher. Klickt man auf ja, kommt man zur nächsten Frage. Bestehen versicherungspflichtige ungekündigte Beschäftigungsverhältnisse? Jeweils ja. Kommt man immer zur nächsten Frage, sind aktuell mindestens 10% vom Arbeitsausfall betroffen. An der Stelle, wenn man auf Ich bin unsicher oder Nein klickt, bekommt man zum einen das Ergebnis, aktuell kein Anspruch auf Kurzarbeitergeld, andererseits aber auch die Möglichkeit, unsere jeweiligen Ansprechpartner zu kontaktieren und eventuell weitere Informationen einzuholen, insbesondere wenn man sich nicht sicher ist. Jederzeit auch die Möglichkeit, hier das Tool neu zu starten und wieder auf unsere Ausgangsseite zu gelangen. Genau. Und eine weitere Funktionalität möchte ich dann doch nochmal vorstellen, hier zum Beispiel im Insolvenzrecht. Hier kann man sich eben neben den Informationen, man sieht hier auch, wir haben zum Beispiel die Gesetzgebungsverfahren einfach mit einem Link hinterlegt, kann man draufklicken und sieht eben die Gesetzesquellen. Haben auch hier zum Beispiel hilfreiche Links wie FAQ immer verlinkt. Wenn ich mir jetzt hier mich mal durch die Insolvenzantragspflicht klicke, wir sehen, wir haben ja auch häufig eben mit solchen Infoblöcken gearbeitet, Detailblöcke, wenn man eben noch ein bisschen mehr Bescheid wissen will. Und das ist das, was ich jetzt hier nochmal zeigen möchte, man hat auch die Möglichkeit, schon eine unverbindliche E-Mail einfach vorzubereiten über das Tool. Zum Beispiel hier klicke ich mal an, einfach hier den Namen eingeben. Mein Name ist Jan Schulz, ich arbeite bei Pöllert und möchte hier meine E-Mail-Adresse angeben. Ich interessiere mich für die Insolvenzantragspflicht und für ein anderes Thema, nämlich XYZ. Und hier kann ich dann meine Anfrage absenden. Das mache ich jetzt mal nicht, sondern zeige hier nochmal, dass man
auch hier über diesen Zurück-Button immer einen Schritt zurückgehen kann. Das muss man dann nicht über diesen Browser machen, sondern kann hier diesen Button wählen und kommt dann einfach den Schritt zurück. Ja, wenn ich eben keine unverbindliche Anfrage stellen möchte, sondern ohne Anfrage wissen möchte, ich möchte meine E-Mail selber vorbereiten oder ich möchte einen Anruf tätigen, dann einfach über die Ansprechpartner zu den jeweiligen Kontaktdaten kommen. Man sieht ja auch, dass wir nochmal hilfreiche weiterführende Links, also eben zu unseren Telegram oder eben auch zum Private Equity Magazin, aber eben auch zu anderen, zu Maßnahmen anderer Länder hier verlinkt haben. Das können Sie dann gerne auch jederzeit abrufen. Ja, ich hoffe, Sie konnten einen ersten Eindruck gewinnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Kommen Sie vorbei, klicken Sie sich durch, pplaw.com, und kommen Sie gut durch die außergewöhnliche Zeit. Alles Gute, Ihr Perlert-Team. Mein Name ist Nemanja Burgic. Und mein Name ist Jan Schulz. Ciao. Ciao. We'll be right back.